Variante wird das ganz Besonderes. Die könnt ihr dinkelfrei herstellen, die könnt ihr glutenfrei herstellen. Die genauen Rezeptdetails findet ihr natürlich wie immer auf meinem Blog bei Anders Backen. Was sich im Inneren verbirgt, das verrate ich euch auch dort. Ein kleiner Tipp, Yamswurzel. Wo ihr die bekommt, auch das zeige ich euch. Und ich wünsche euch viel Spaß und seid gespannt auf das Innere. Eure Silke von Anders Backen.